Endlich sind wir in Friedrichshafen. Hey Leute, mega schön hier. Wir sind an einem der äußersten Punkte Deutschlands in Friedrichshafen. Hier finden die 7. Deutschen Kulturtage statt. Manchmal geht's ja bei den Vorbereitungen richtig rund. Plötzlich muss nochmal alles umgeschmissen werden. Irgendetwas geht schief oder etwas Unerwartetes passiert noch. Kommt euch bekannt vor? Dafür braucht es einen echten Chef. Ich habe mal beim Deutschen Gehörlosenbund geschaut, wer das eigentlich ist. Und jetzt steht diese Person direkt neben mir. Elisabeth Kaufmann. Das gesamte Programm steht. Spannende Vorträge sind geplant und auch der traditionelle Galaabend mit der Preisverleihung. Wenn alles nach Plan läuft und das Event ein voller Erfolg wird, was machst du dann? Ja, das wird interessant. Schon zu Beginn der Organisation habe ich mit meinen beiden Teammitgliedern, also Helmut Vogel als DGB-Präsidenten und Wolfgang Reiner, der Vorsitzender beim Landesverband Baden-Württemberg war, vereinbart, wenn wir die Kulturtage finanziell gut stemmen, also eine schwarze Null schreiben bzw. nur ein kleines Minus oder sogar ein Plus, dann springen wir nach dem Galaabend in den Bodensee und schwimmen eine Runde. Echt? Wow, wie schön, ganz schön mutig auch. Also ihr springt einfach rein und schwimmt eine Runde? Wie wäre es, wenn wir noch eine Wette dazu nehmen? Ich schlage vor, wir machen ein Spiel. 20 Punkte können maximal erreicht werden. Ich werde die Zuschauenden fragen, wie ihnen die Kulturtage gefallen. Also, wie sie die Organisation, Referenten und Vorträge so finden. Abgestimmt wird einfach mit Daumen hoch, neutral oder Daumen runter. Wenn ihr mindestens 15 Punkte erreicht, könnt ihr dann davon ausgehen, die Kulturtage waren ein voller Erfolg. Oh, das klingt spannend. Eine Herausforderung zwar, aber so ist es noch spannender. Wow, nur noch 2 Tage bis zu den Kulturtagen. Das Orga-Team ist fleißig am Werk, um alles rechtzeitig fertigzustellen. Mann, spannend. Hi, ihr zwei seid im Awareness-Team, richtig? Ich bin echt neugierig. Könnt ihr mir erzählen, was das genau bedeutet? So etwas gab es bei den Kulturtagen doch noch nie, oder? Warum diesmal? Wir wollen bewusster mit diesen Themen umgehen. Awareness bedeutet ja Bewusstseinsbildung. Die Menschen sollen sich bewusst machen, dass es Personen gibt, die bei den Kulturtagen bisher ausgegrenzt wurden, insbesondere marginalisierte Gruppen. Diese Menschen sind taub, aber eben auch noch BIPOC, queer, taubblind, mehrfach behindert und so weiter. Diese Menschen sollen in allen Bereichen mitbedacht werden, verbal, in der Haltung und in allem, was wir tun, um Diskriminierung zu vermeiden. Ja, aber auch das Bewusstsein für Privilegien. Männer haben bestimmte Vorteile, die Frauen nicht haben, was zu einem Ungleichgewicht führt. Auch weiße Menschen genießen Privilegien, die BIPOC nicht haben. Das trägt zu ihrer Unterdrückung bei. Genau darum geht es bei uns. Wir möchten für die Menschen da sein, die weniger Privilegien haben, sie unterstützen und ihnen zur Seite stehen. Meine Erwartungen? Mehr Vielfalt und Diversität erleben. Das ist eigentlich schon alles. Ansonsten lasse ich mich überraschen. Besser nicht zu viel erwarten, da bin ich vorsichtig. Ich habe jetzt 6 Jahre lang gewartet. Mal wurde alles abgesagt, dann wieder verschoben. Aber jetzt sind die Kulturtage endlich da. Ich habe schon gesehen, dass es hier in Friedrichshafen wirklich schön ist. Jetzt hoffe ich, dass alles gut verläuft. Nur noch knapp eine Dreiviertelstunde, bis es losgeht mit der Eröffnungsfeier. Oh, das ist bald.
Ah, Jason, ich muss dir unbedingt jemanden vorstellen. Meine wichtigsten Leute. Diese beiden sind die Projektleitung. Wow. Ja, ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Da hätte alles nicht funktioniert. Sie haben einen riesigen Beitrag geleistet. Hallo. Hallo. Wie waren eure Erfahrungen als Projektleitung bisher? Gab es besondere Schwierigkeiten für euch oder Änderungen in der Organisation dieses Mal? Bei den bisherigen Kulturtagen gab es eine andere Struktur. Diesmal vertreten wir eine Philosophie, die zu uns passt. Das Awareness-Team war gleich von Anfang an involviert, nicht erst bei der Veranstaltung, sondern schon während der Vorbereitungen. Das war wichtig. Außerdem ist die Organisation der Helfenden vollkommen neu. Das hat die Kommunikation und die Entscheidungsfindung verbessert. Wir waren unabhängig vom DGB, haben überlegt, wann wir Elisabeth hinzuziehen und konnten eigene Entscheidungen treffen. Die Struktur war definitiv anders. Ich will es nochmal betonen. Das Awareness-Team hat uns von Anfang bis Ende begleitet. Das war wichtig für unsere Absprachen. Wenn es mal Schwierigkeiten oder Missverständnisse gab, konnten wir das ins Team einbeziehen und Themen noch einmal vertiefen. Vielleicht gab es mal unbewusste Ablehnung oder Diskriminierung in der Haltung. Und dabei hat das Awareness-Team uns dann gleich neutrales Feedback gegeben. Jeder hatte die Möglichkeit, sich zu reflektieren. Im Team gab es viele verschiedene Einstellungen. Einige waren positiv, aber es gab auch Schwierigkeiten. Aber wir haben es geschafft, richtig gut zusammenzuarbeiten. Der Zusammenhalt war stark. Wisst ihr, ich habe schon überall gesucht, aber nichts gefunden. Wo ist eigentlich das Programmheft dieses Mal? Gibt es das nur digital? Genau. Die Zeiten ändern sich. Vieles ist digital. Das ist der eine Punkt. Uns ging es aber auch um Nachhaltigkeit, Papier zu sparen. Denn vieles landet ja im Müll. Manches möchte man schon als Erinnerung behalten. Deshalb planen wir es dieses Mal so, dass wir etwas herausbringen, wenn die Kulturtage vorbei sind. Ein Update sozusagen, das Fotos und Aufnahmen von den Veranstaltungen enthält. Das kann man dann nachträglich bestellen. Das Motto lautet ja, eine Kultur überwindet Grenzen. Kannst du mir vielleicht erklären, was dahinter steckt? Eine Kultur überwindet Grenzen impliziert, dass die Überwindung von Barrieren ein kontinuierlicher Prozess ist, wir noch nicht am Ziel sind. Während in einigen Bereichen bereits Fortschritte erzielt wurden, bleibt die Notwendigkeit bestehen, noch mehr Grenzen abzubauen, noch mehr Bewusstsein für unsere Kultur und Sprache zu schaffen. Das betrifft die Teilhabe im Bereich Schule, in der Kultur, im Berufsleben, in der Bildung und in vielen weiteren Bereichen, einschließlich des Gesundheitswesens. Überall muss Gebärdensprache als grundlegendes Menschenrecht anerkannt werden und Grenzen überwunden werden. Jetzt sind die 7. Kulturtage. Nach dem, was wir gerade gesehen haben, liegt Gänsehaut in der Luft. Es ist nicht nur Aufgabe des Staates, Recht zu setzen, also beispielsweise die UN-Behindertenrechtskonvention zu ratifizieren und damit zu geltendem Recht zu machen, in der Artikel 30 ja deutlich sagt, dass Menschen, die taub sind, das Recht haben, die Gebärdensprache oder die Gebärdensprachkultur zu leben. Ja, wir sind jetzt gerade dabei und da sind auch taube Menschen mit beteiligt, Teilhabeempfehlungen zu erarbeiten für die Bundesregierung zum Thema Zugang zu Kunst und Kultur. Auch für taube Menschen, die werden wir am 2. Dezember unter anderem Claudia Roth übergeben. Und mir ist wichtig, dass wir auch noch im nächsten Jahr tatsächlich eine Fachveranstaltung machen, wo wir über das Thema der Sprachdeprivation und was das ausgelöst hat, tatsächlich auch noch durchführen werden, damit wir ein Bewusstsein noch mal schaffen für die politisch Verantwortlichen, dass man wirklich immer noch davon ausgehen muss, dass Menschen, die taub sind, systematisch, strukturell benachteiligt werden. Da muss ich noch was tun und deswegen machen wir diese Veranstaltung.
DIGS ist nicht einfach nur DGS. International Sign ist mit drin. Das konnte man beim JF5 gut sehen. Es ist auch nicht wie Denglisch. Da wird bei englischen Wörtern zum Beispiel beim Verb flex ein EN angehängt. Es ist anders. International Signs werden im Satz mitgebärdet. Ein Beispiel dafür wäre der Satz, im Vortrag wird und dann wird dieses Zeichen für Erzählen verwendet. Das ist keine deutsche Gebärde, sondern sie stammt aus International Sign. Junge Leute nutzen das ganz bewusst. Natürlich gibt es manchmal ein Durcheinander, was nicht beabsichtigt ist. Aber die meisten jungen Menschen benutzen gezielt International Sign. Oder How are you? Fine? Total verbreitet, wird bewusst so verwendet. Das stimmt, absolut. Wenn ich das sehe, kommen mir so viele Erinnerungen aus meiner Jugend in den Sinn. Gerade musste ich schon schmunzeln, weil mir eine Situation aus dem Jugendcamp wieder eingefallen ist. Da gab es einen Moment, als jemand eine bestimmte Gebärde vergessen hatte und dann wurde einfach ein neuer Begriff erfunden, und zwar Malm. So. Das ging dann wie ein Lauffeuer herum. Jeder hat das dann damals verwendet. Für uns war das unglaublich lustig, aber für euch, ihr wart ja nicht dabei. Ihr wundert euch vielleicht, was das bedeutet. Es ging um das wichtige Thema Deaf Performance. Der Vortrag stellte Richtlinien und Regeln vor und beleuchtete verschiedene Merkmale. Bislang lassen sich Deaf Performer noch zu viel vorgeben. Es wurde erläutert, wie sich taube Darstellende von der hörenden Kultur lösen können, um Deaf Performance als eigenständige Kunstform zu präsentieren. Es ist wichtig, dass dieser Prozess jetzt endlich in Gang kommt, damit es hier richtig weitergeht. Hey Elisabeth, erinnerst du dich an unsere kleine Wette? Ja. Ich habe schon 6 Personen befragt und das Ergebnis wird dir gefallen. Über die Hälfte hat mit Daumen hoch abgestimmt. Das hat schon mal 4,5 Punkte gebracht. Ein solider Start. Bleibst du noch dabei? Das Schwimmen? Bleib dabei. Wie war eigentlich der heutige Veranstaltungstag so aus deiner Sicht? Erzähl doch mal. Aus meiner Sicht war es insgesamt richtig gut. Nur bei der Podiumsdiskussion gab es ein Problem mit der Technik. Die Aufnahme der Dolmetschenden war suboptimal. Und das war eine unangenehme Überraschung. Aber abgesehen davon war es ein wirklich gelungener Veranstaltungstag. Ich bin hier am Stand von Juteo. Das wird so gebärdet. Ich weiß, dass die viele Projekte für junge Menschen machen. Stimmt, es gibt viele Projekte. Wir arbeiten in einer Gruppe, die die Zeitschrift Maxi herausgibt. Die gibt es erst seit kurzem. Wir haben im Januar begonnen. Würdet ihr sagen, dass die Idee ein Erfolg ist oder gibt es noch Schwierigkeiten? Ja, es gibt so viel Nachfrage. Es ist ein voller Erfolg. Wir sind wirklich beeindruckt. Hier präsent zu sein ist äußerst sinnvoll, denn viele wussten nicht genau, was wir für Angebote haben. Einige kannten uns schon aus der DGZ und sind wirklich begeistert. Viele Lehrkräfte setzen sie in den Schulen ein. Die Erklärvideos vermitteln Kindern Wissen auf eine verständliche Art. Studieren? Aber wo? Wow! Hier haben sich die Professoren und Professorinnen und Dozierenden aller gebärdensprachlichen Institutionen und Hochschulen versammelt. Was machen die wohl hier?
Hey. Hallo. Schön, euch hier zu sehen. Was macht ihr? Es gibt Studiengänge mit DGS, also Deaf Studies. Linguistik, Dolmetschen und Pädagogik. Und daher treffen wir uns hier. Vielleicht magst du noch was erzählen? Genau. In Deutschland gibt es verschiedene Institutionen, die sich in der Forschung und Lehre mit Gebärdensprache befassen. Das sieht man gut auf dem Plakat hier. Und es werden stetig mehr. Es ist schön, dass da eine Vernetzung stattfindet. Bei den Studierenden gibt es das auch. Wir können uns hier gut austauschen. Es gibt Netzwerke und verschiedene Gruppen, die zusammenarbeiten. Seien es Vereine oder andere Organisationen, die bei Festivals oder Vorträgen aktiv sind. Die kommen hauptsächlich von den Flinters oder aus der queeren Aktivistenszene. Vor 4 Jahren wurde die Gruppe Queer DGS gegründet. Da findet echt viel Entwicklung statt. Vielleicht können wir darüber diskutieren. Hand hoch, wer meint, dass dies ein Avatar ist? Ja, das ist einer. Technologisch sehr weit entwickelt. Ja, wirklich, das ist ein Avatar. In diesem Bereich tut sich momentan viel. Viele Gehörlose sind neugierig. Aber es gibt auch kritische Stimmen, dass die Gebärdensprache durch die Technik vereinnahmt werden könnte. Ich denke, man muss schauen, also es gibt Bereiche, da sind Avatare praktisch, zum Beispiel bei Zugdurchsagen. Bei genauen Übersetzungen oder in Interaktionen machen sie aktuell noch keinen Sinn. Noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Was wir aber verstehen müssen, Avatare sind die Zukunft. Wenn wir vollumfängliche Barrierefreiheit und Informationszugang wollen, ist das der Weg. Ich bin hier von einem Frauennetzwerk in Süddeutschland. Wir haben vor kurzem ein Frauenhaus eröffnet, das sich Türkiser Ring nennt. In Anlehnung an den Weißen Ring. Schau, die damalige Schulbildung. Alles fand lautsprachlich, also oral statt. Und Gebärdensprache war verboten. Nein, ich kann das nicht als Journalistin. Das ist unmöglich. Warte. Er kommt. Warte mal, warte. Ich sehe das Auto schon. Kannst du dich irgendwo per Mail hinwenden? Nein, das geht nicht. Oder anders? Er kontrolliert alles, er weiß alles. Das würde nur die Runde machen. Ich kann das nicht. Kannst du deine Mama einweihen? Meine Mama? Er ist im Haus, er kommt. Ich bleibe einfach online. Ich bin da. Nein, nein, nein. Alles in Ordnung. Tschüss. In Schweden gibt es eine Organisation, die Frauen, die Gewalt erlebt haben, unterstützt. Da habe ich gearbeitet. Mir ist das also nicht persönlich passiert. Das Stück ist rein fiktiv. Ich habe also nicht Personen getroffen und deren Geschichte aufgeschrieben. Aber solche Sachen passieren jeden Tag. Unter uns. Überall auf der Welt. Und daher ist das Thema so wichtig. Auch für die Deaf-Community. Oh nein. Elisabeth schreibt gerade, dass ich sie heute nicht mehr treffen kann, weil sie krank im Bett liegt. Wir, das Team, wünschen ihr gute Besserung. Ich hoffe mal, sie kann morgen dann dabei sein. Ich habe super viel Spaß hier. Meine Freunde sind da, wir quatschen. Das ist toll. Es gibt Betreuung, Vorträge. Musik.
Die hörende Bevölkerung soll sehen und verstehen, dass es Gebärdensprache gibt und nicht nur lautsprachliches Sprechen. Hörende gucken uns häufig mit mitleidigem Blick an. Das brauchen wir nicht. Wir können alles, außer hören. Das fehlt mir nicht, denn wir haben unsere Sprache. Deswegen sind wir hier, um das öffentlich zu zeigen. Wie geht es dir heute so? Ich bin nicht ganz gesund. Mir geht's ehrlich nicht gut. Sorry, dass ich gestern dann einfach weg war. Alles gut. Ich habe volles Verständnis dafür. Ich wollte dich eigentlich nur schnell auf den neuesten Stand bei der Wette bringen. 15 Leute habe ich bisher befragt und was soll ich sagen? Eine Katastrophe. Nein, Spaß beiseite. Über die Hälfte der Punkte hast du schon. Um genau zu sein, von 15 sind 12 schon erreicht. Fehlen nur noch 3. Die Chancen stehen also gut. Steigst du aus oder bleibst du bei der Wette? Natürlich bleibe ich dabei. Du bist der Juryleiter für die Kulturpreise. Kannst du die Kriterien für die Auswahl erklären? Gab es irgendwelche Neuerungen? Ich habe vom Gehörlosen Bund den Auftrag bekommen, die Juryleitung zu übernehmen. Allein konnte ich das aber gar nicht entscheiden. Und so habe ich mir Personen, die nicht Teil des Präsidiums sind, dazugeholt. Eine Gruppe von Leuten mit Expertise in verschiedenen Bereichen. Vielfältig und divers. Das war mir sehr wichtig. 120 Vorschläge wurden eingereicht. Echt eine Menge. Nach der ersten Sichtung blieben 50 übrig. 46 Einzelpersonen und 4 Gruppen bzw. Vereine. Dann ging es in die Entscheidung. Und damit wir da nicht ins Blaue hinein diskutieren, gab es eine Kriterienliste. Anhand derer haben die Mitglieder bepunktet, ohne dass der Gehörlosenbund Einblick hatte. 20 Nominierte kamen in die engere Auswahl. Und dann mussten wir für 5 Kategorien Bildung, Kunst, Kultur, Wissenschaft und soziales Engagement entscheiden. Wichtig war, dass die PreisträgerInnen aus unserer Gemeinschaft kommen und sich seit Jahren ehrenamtlich für die Gebärdensprach-Community einsetzen. Also Personen, zu denen aufgeschaut wird, die eine Vorbildrolle einnehmen. So haben wir die 5 GewinnerInnen ermittelt. Sich zu treffen, zu unterhalten, das ist toll. Und sicher das Wichtigste hier. Was schlecht lief, dass das Programm so oft geändert wurde und alles nur digital war. Das hat mich schon überfordert. Aber da kannst du besser was dazu sagen. Man darf nicht vergessen, ältere Menschen kommen da nicht mit. Für den jungen Nachwuchs mag das alles passend sein. Die sind vorn dabei und engagiert. Das finde ich toll. Aber sie denken nur an sich und nicht an die Älteren. Applaus, Applaus! 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 Super! Applaus! 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 Euch allen einen schönen Abend! Ja, also. Die erste Laudatio darf ich halten. Aber leider kann die Person, um die es jetzt geht, heute nicht hier sein. Als Peter Piel damals studierte und ihren Diplomabschluss machte, waren das andere Zeiten. Sie bewies der Öffentlichkeit, dass taube Menschen diesen Weg gehen können. Studieren an einer Universität. Das war 1984. Die Situation in Syrien und anderen Ländern und später der Ukraine-Krieg brachte Menschen aus ganz Deutschland zusammen. Sie engagieren sich freiwillig, ehrenamtlich und mit viel Einsatz. Dafür erhalten sie diesen Preis. Danke.
Kann ich anfangen? Ja. Er hat sich für das Merkzeichen TBL im Schwerbehindertenausweis in vielen Gruppen und Gremien eingesetzt. Außerdem hat er die Demo in Berlin mit 400 Teilnehmenden, 2013 war es, glaube ich, initiiert, die schlussendlich zur Einführung des neuen Merkzeichens führte. Eine Erfolgsgeschichte. Er hat Spenden gesammelt, um Gehörlosenschulen zu gründen und Internate für taube Kinder dort zu bauen. Somit haben viele Kinder die Möglichkeit bekommen, eine Schule zu besuchen. Gerade in der schweren Zeit der Corona-Krise, als persönliche Treffen nicht möglich waren, haben sie sich Gedanken gemacht und Angebote per Zoom geschaffen. Kinder konnten so online zusammenkommen, um zum Beispiel gemeinsam zu basteln oder sich auszutauschen. Eine wahre Leistung. Die Kulturtage sind gut über die Bühne gegangen. Wir hatten versprochen, dass wir dann nach dem Galaabend in den Bodensee springen und schwimmen. Aber leider bin ich krank. Heute geht das nicht. Aber wir halten unser Versprechen und holen das nach. Es wird gefilmt und veröffentlicht, wie wir dann im Bodensee schwimmen. Wir werden unsere Wette einlösen, ganz sicher. Die drei hatten gewettet, dass sie es schaffen, den finanziellen Rahmen einzuhalten. Das ist geglückt, wie eben gesehen. Dafür möchte ich euch herzlich gratulieren. Danke. Aber wir zwei haben ja noch etwas anderes gewettet. Ja. Willst du das Ergebnis wissen oder ist das jetzt egal? Ja, ich will das unbedingt wissen. Okay. Am Ende sind es 14,5 Punkte geworden. War also ganz knapp. Ein Applaus dafür. Danke. Damit gehen die siebten Kulturtage zu Ende. Das Motto lautete: Eine Kultur überwindet Grenzen. Barrieren fallen, Netzwerke entstehen, viele Impulse wurden gesetzt und werden Neues in Gang bringen. Bis zum nächsten Mal.